Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich so eine Antipasti. Ich habe dieses Jahr wirklich gute Ernte mit der Paprika und besonders mit diesem Mini-Paprika. Und dann habe ich gedacht, mache uns zum Wochenende sowas Leckeres. Und die kann man so zubereiten und gleich am Abend zum Beispiel am gleichen Tag servieren und essen. Oder wenn ihr gleich ein bisschen mehr Arbeit gemacht und ein bisschen mehr gemacht, kann man auch schön mit Olivenöl übergießen und im Kühlschrank kann er stehen bis 2-3 Wochen, wird nichts passieren. Und da kann man immer einen rausnehmen zum Abendbrot zum Beispiel oder wenn man einen Besuch hat. Und das funktioniert wirklich einfach. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich es heute gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt einschnappe ich mir, der welche nicht so ganz voll ist, und beiße rein. So saftig. Die Paprika so lecker. Hat diese Rostaroma und leckeren Frischkäse mit Hirtenkäse oder Fetterkäse, diese etwas säuerliche und salzige dazu. Wenn ihr möchtet, Schärfe, ein bisschen Schärfe dazu geben. Ein Gedicht, meine Lieben. Dieses Jahr habe ich wirklich eine sehr gute Ernte mit den Paprika. Ob Spitzpaprika oder große Paprika oder sogar diese kleine Mini-Paprika. Und diese Mini-Paprika kann man auch anlegen mit meinem Rezept. Ich stelle euch auch einen Link unten, wo ich Paprikastreifen anlege. Die kann man jetzt schön sauber machen. Habe ich die schon abgewaschen. Dann machen wir hier den Stiel raus. Und mit den kleinen Löffel kann man gut auch die Kerne und die weiße Wände so ein bisschen abstreichen. So vorbereiten und so die anlegen in diese Sud. Und dann im Winter einfach Gläschen aufmachen und dann habt ihr schon fertige vorbereitende Paprika zum Füllen. Danach braucht ihr nur diese Frischkäsecreme zubereiten, füllen und habt ihr eine perfekte Antipasti auf dem Tisch. Ob das ist zum Silvester oder Ostern oder egal ist. Wenn ihr wollt, jetzt zubereiten, zum Beispiel jetzt am Wochenende und möchtet gerne was auf den Tisch stellen, hat man Besuch und so weiter, dann kann man die jetzt so frisch zubereiten, wie ich es heute mache. Ich werde die jetzt sauber machen und dann werden wir die in die Pfanne anrösten. Aber die schmecken, beide Varianten, ob wir jetzt im Öl anbraten, schmecken diese wunderbar gut. Aber wenn wir in diese süß-sauren Sud ankochen und dann später im Winter aufmachen und rausholen, die schmecken auch wunderbar lecker. Weil die Paprikastreifen bei uns zu Hause gehen im 0, nichts weg. So, erstmal bereite ich die alle fertig. Und dann sehen wir uns wieder. So, Paprika habe ich jetzt alles schön sauber gemacht, ausgehöhlt. Und jetzt gehen wir ans Herd und werden wir von alle Seiten die bisschen anbraten, dass die etwas so weicher wird und Rostaroma bekommt. Und danach müssen wir die dann auch abkühlen lassen. Stellen wir die Pfanne auf den Herd, geben wir das Öl rein. Und dann braten wir portionsweise unsere Paprika. Ist ja schon heiß geworden. Können wir jetzt unsere Paprika reinlegen und von alle Seiten ein bisschen schmoren lassen. Es kann ruhig sogar ein bisschen angebratene Seiten sein. Das gibt auch besseren Geschmack. Immer wieder so drehen, dass es von alle Seiten wird geröstet. So, ungefähr sind so 5-6 Minuten schon vergangen. Ich habe auch Deckel drauf gemacht, weil es auch erstmal spritzt und zweitens, die Paprika wird schneller durch den Dampf auch etwas weicher, was wir natürlich auch gerne möchten haben. Schaut, nach eurem eigenen Geschmack könnt ihr die anbraten, wie ihr gerne möchtet. Mehr oder weniger soll die angeröstet sein.
So, und dann nehmen wir die jetzt auf den Teller raus und lassen sie dann abkühlen. Und ich habe dann noch ein Ladung zu braten. So, Paprika haben wir jetzt angebraten, steht jetzt zum Abkühlen und wir kümmern jetzt um den Füllung. Füllung mache ich jetzt mit Frischkäse, in meinem Fall habe ich Philadelphia-Käse genommen. Kann man auch andere oder zum Beispiel schon mit Kräuter nehmen. Und dann habe ich noch hier halbe Päckchen von Hirtenkäse, das sind die 125 Gramm, gebe auch dazu. Das gibt diese säuerliche und salzige dazu. Schmeckt dann sehr lecker. Dann gebe ich noch so drei so eine kleine Knoblauchzehe. Und können wir auch gleich anwürzen, dass wir dann gleich alles schön können umrühren. Zitronenschale. Mache alles lieber auf den Teller, dass ich hier in den Mitte da nicht reinkrümmele. Gebe einfach alles auf den Teller und dann da rein. Die Zitrone habe ich heiß abgespült und abgetrocknet. Dann Salz und Pfeffer. Und Salz. Können wir dann einfach probieren. Ein bisschen von Dill oder andere Kräuter könnt ihr geben, was ihr gerne so mögt. Dann ein bisschen getrocknete Basilikum. Kann man auch natürlich frische nehmen. Und gebe das alles in den Behälter. Auch noch ein bisschen von Zitronensaft, nur so ein Teelöffelchen. Und werden wir es alles gut verrühren. Bisschen von der Wand in die Mitte geben. Und nochmal glatt verrühren. Haben wir es glatte Konsistenz. Wenn es ist für euch zu dick, kann man ein bisschen Sahne dazu geben. Probieren und wenn es euch was fehlt, dazu geben. Ich würde irgendwas hier Süßes und Scharfes dazu geben. Salz ist genug, aber fehlt irgendwelche Süße. Gebe einfach ein kleiner Schuss von Agavendicksaft. Und dann noch von Paprikasauce, etwas scharf. Nochmal verrühren, probieren und nach Geschmack abschmecken. So, ich glaube, das wird schon reichen. Die Masse ist richtig schön glatt. Probieren. Ich glaube, jetzt ist die perfekt. Braucht man nichts mehr. Jetzt nehmen wir einfach den Bäckerbeutel. Ich habe hier schon eine Tulle reingemacht und füllen wir jetzt die Creme rein. So, die Creme haben wir jetzt im Beutel und jetzt brauchen wir nur unsere Paprikas füllen. Ich habe die auch schon so gelegt, dass ich die nicht mal in die Hand brauche nehmen, sondern einfach reindrücken. Und das geht wunderbar und einfach. Für eineinhalb Stück hat es nicht gereicht, dann werden die so aufgegessen. So, meine Lieben, schaut, wie toll sieht das alles. Und es ist viel billiger, als wir kaufen. Und da können wir auch nach unserem eigenen Geschmack anpassen, wie gerne füllen mögen wir. Ob das etwas schärfer oder ist mal würziger oder salziger, das ist jedem selber überlassen. Das habe ich jetzt vorbereitet für das Gleichessen. Aber ich werde euch jetzt ein Gläschen jetzt zeigen, wie kann man das auch für ein paar Wochen aufheben im Kühlschrank. Wenn ihr zum Beispiel zu viel gemacht habt. Das ist jetzt ein sauberes Glas, habe ich ihn heiß abgewaschen, aber auch mit dem sauberen Küchentuch auch trocken gemacht. Gebe jetzt in dieses Glas ungefähr so knappe ein Esslöffel Essig, vielleicht sogar etwas weniger. Ich habe Essig erst ungefähr so 2,5-3% Säure. Mache dieses. Dann kann man auch Knoblauch dazu geben. Wenn ihr mögt, irgendwas
Basilikum oder Loberblatt oder Pfefferkörner. Ich gebe einen Zweig von den frischen Thymian und dann kommt jetzt diese Teile rein. So, wir müssen die so legen, dass wir danach mit dem Öl übergießen und alles soll bedeckt sein. So ungefähr soll es sein. Es soll nicht übervoll sein, weil wir müssen jetzt mit Öl übergießen und dass es alles so bedeckt ist. Dafür nehme ich ein gutes Olivenöl und gieße da rein. Danach später kann man dieses Öl für Salate anwenden. Ach, das kann man sogar beim Anbraten anwenden. Aber für Salate geht das schnell rum. So. Dann richtig fest verschließen. So, fertig. Und einfach in den Kühlschrank stellen und da wird es bis 2-3 Wochen halten. Ich habe mal getestet bis 3 Wochen. Lena habe ich nicht getestet. Das kann ich jetzt nur sagen, dass circa 3 Wochen hält es im Kühlschrank. Unbedingt im Kühlschrank. Und das Rest werde ich jetzt auf die Platte geben und uns zum Abendbrot stellen. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir uns was Leckeres gemacht und die Paprikas aus eigenem Garten wurde gleich verwertet. Es ist doch toll. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, dass im Winter auch solche Sachen, leckere Sachen machen, legt ihr einfach diese Mini-Paprika in Gläser, wie ich es in meinem Video Paprika süß-sauer anlegen zeige. Und dann habt ihr auch im Winter solche Leckereien. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachkochen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.